Eltern. Die Sommerferien stehen vor der Tür und bei Pazuru geht es in dieser Zeit um das Thema Natur. Und was wir hier so alles machen beim Thema Natur und warum das eine ganz coole Ergänzung zum normalen Spielen im Garten ist, das seht ihr in diesem Video. Ja, warum ist das Thema Natur überhaupt ein Teil von dem Fünfklang-Pazuru-Konzept? Warum ist das überhaupt ein Puzzleteil? Ja, mir persönlich ist das Thema Natur für Kinder sehr, sehr wichtig. Wir leben momentan in einer sehr sterilen und auch digitalen Welt. Und viele Kinder, vor allem in unserer urbanen Umgebung, hier Solingen, Hahn, zwischen Düsseldorf, Köln, gibt einfach extrem viele Menschen und nicht mehr so viel Natur. Meistens muss man dafür ein bisschen fahren. Und die wenigsten Kinder haben in ihrer Freizeit noch viele Erlebnisse wirklich in der wilden Natur. Und deswegen ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir mit den Kindern rausgehen. Lasst uns mal an unsere Kindheit denken, als wir noch Kinder waren. Was haben wir draußen gespielt? Also bei uns war es so, ich habe Mama gesagt, irgendwann um 2, 3 Uhr nach der Schule, tschö Mama, ich bin weg. Und dann ruft sie dann zum Essen abends um 6 oder um 7 und die ganze Zeit war ich draußen. Was haben wir gespielt? Zum Beispiel Räuber und Gendarm. Wir haben richtig im Matsch gespielt, am Bach gespielt, irgendwelchen Buden gebaut. Und welche Kinder haben heutzutage noch die Möglichkeit, den ganzen Nachmittag frei draußen zu spielen? Ich glaube, ziemlich wenige. Und deswegen ist es uns sehr wichtig, dass wir den Kindern ganz viele Ideen und auch die Möglichkeit geben, sich in der Natur mal auszuprobieren. Warum sollst du denn dein Kind bei Pazuru abgeben in den Ferien, wenn wir doch eigentlich nichts anderes machen, als ein bisschen draußen zu spielen? Das kann doch dein Kind auch draußen im Garten, oder? Ja, kann es, aber bei Pazuru beim Thema Natur lernt es viele verschiedene Dinge. Kreativität zum Beispiel. Nehmen wir mal diesen Zahnzapfen. Was kann man damit alles machen? Ja, man kann sie sammeln, aber man kann zum Beispiel auch damit Zielwerfen machen. Man könnte auf einen Baum werfen. Man könnte in einem bestimmten Bereich auf den Boden werfen. Man könnte durch 2 Bäume hindurch versuchen zu werfen. Und das in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Oder man könnte damit sich einander zuwerfen und ein Fangspiel daraus machen. Oder vielleicht auch eine Art Fußball, indem man versucht, mit dem Fuß es so weit wie möglich zu schießen. Man könnte es zum Beispiel blind erfühlen. Und lauter solche Dinge, das machen wir mit den Kindern. Das heißt, wir geben ihnen einen gewissen Anschubser in Sachen Kreativität. Fantasie. Wenn ihr heutzutage in ein Spielwarengeschäft geht, was seht ihr da für Spielzeug? Ja, das ist meistens Spielzeug, was blinkt, blitzt, irgendwelche Musik spielt, meistens tatsächlich aus Plastik ist und und schon so realistisch aussieht, dass jedes Kind weiß, was das darstellt. Brauchen die Kinder wirklich dieses sprechende und blinkende Spielzeug? Jedes Kind hat Fantasie und manche mehr, manche weniger. Und ich glaube auch, dass man diese Fantasie fördern kann und vielen Kindern das heutzutage verloren gegangen ist. Und warum kann ich das hier, ein Stück Rinde, einfach ein Boot sein, ein Schiff sein? Und warum kann ich das auch ein Polizist oder ein Flugzeug sein? Mit was die Kinder spielen, hängt ganz allein von ihnen selbst ab. Und auch dieses Thema Fantasie versuchen wir in unseren Stunden mit den Kindern zu fördern und ja, herauszukitzeln. Schulung der Motorik. Zum Beispiel, wenn wir Fangen spielen draußen, dann ist das gar nicht so einfach wegzulaufen und schnell zu rennen, weil da liegt eben auch mal ein Stein oder ein Baumstamm und da muss man drüber springen oder das Ganze eben mit der Fußmuskulatur ausgleichen, damit man nicht umknickt. Das alles ist also draußen gar nicht so einfach wie drinnen und auch wenn man da mal hinfällt, dann ist das auch nicht so schlimm, weil das tut vielleicht weh oder blutet auch mal, aber trotzdem kann man weitermachen. Das alles lernt ein Kind draußen. Und gerade beim Thema Motorik ist es draußen einfach viel vielseitiger und ja, anspruchsvoller als in der Halle. Wahrnehmung. Wie zum Beispiel fühlt sich so eine Rinde an? Ist sie grob? Ist sie glatt? Ist sie hart? Ist sie weich? Ist sie trocken? Ist sie feucht? Das alles üben wir mit den Kindern und die Kinder sollen zum Beispiel unterscheiden, dieser Baum fühlt sich ganz anders an als vielleicht einer von diesen Bäumen. Und jetzt müsst ihr den Baum auch blind wiederfinden. Das ist zum Beispiel ein sehr beliebtes
Wahrnehmungsspiel, was wir mit den Kindern machen im Wald. Bewegung und Sport draußen. Gerade bei den älteren Altersgruppen, zum Beispiel so ab 8 Jahre oder ab 10 Jahre, die vergessen oft, dass man Sport auch draußen machen kann und nicht nur in der Sporthalle. Zum Beispiel ein Hindernisparcours über Stock und Stein auf Zeit im Wald. Oder vielleicht ein paar Boxübungen bei den Großen, bei den Teens am Baum. Oder eine Ausweichübung mit dem Partner mit Stock. Lauter solche Dinge kann man auch draußen super gut machen und kann den Jugendlichen dazu ein paar Ideen geben, auch draußen aktiv zu werden. Und zum Schluss noch die Begeisterung für die Natur und unsere Umwelt. Unsere Natur verbirgt ganz viele Geheimnisse und richtig viele tolle Sachen, die man entdecken kann. Und was zum Beispiel unter so einem alten Baumstamm so alles lebt, kreucht und fleucht, das ist echt spannend. Und viele Kinder merken da erst, Mensch, wie cool ist das denn, draußen zu spielen und Tiere zu beobachten, von der kleinsten Kellerassel bis zu einem Reh, was im Wald vorbeirennt, ist das einfach super spannend. Da nehmen wir die Kinder an die Hand und möchten denen diese große, faszinierende Welt näher bringen. Du siehst also, das Thema Natur ist bei Patsugu sehr vielseitig und abwechslungsreich. Und wenn du Lust hast, während der Sommerferien beim Thema Natur ein Probetraining mit deinem Kind zu machen, dann fülle einfach das Probetrainingsformular hier unten aus. Dort siehst du auch, an welchen Tagen wir raus- oder reingehen, damit du gegebenenfalls eben das Training in der Halle sehen kannst oder auch jetzt das Thema Natur. Das ganze Patsugu-Team freut sich dann, dich und dein Kind kennenzulernen.